Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Das Bundesgericht hat heute den Bericht zur Lage zur Zukunft der Luft- und Raumfahrtindustrie verabschiedet. Ich habe ihn hier, allerdings nur ein Exemplar, aber ich gehe davon aus, dass Sie ihn in Kürze zugeschickt bekommen. Ansonsten steht er auf der Website. Es ist der erste Bericht nach dem meines leider viel zu früh verstorbenen Amtsvorgängers Peter Hinze, der 2009 den letzten Bericht für die Luft- und Raumfahrt abgegeben hat. Sie können daraus erkennen, dass wir in diesem Bereich seither, seit 2009, eine Menge angestoßen haben und eine Menge Veränderungen auch in diesem Industriebereich eingetreten sind. Die gute Nachricht zuerst: Die Branche ist auf dem Wachstumskurs. Die Beschäftigung ist deutlich gewachsen. Wir haben jetzt 106.000 direkt Beschäftigte und damit arbeiten so viele Menschen in der Luft- und Raumfahrt wie noch nie zuvor. Die Branche macht einen Jahresumsatz von 35 Milliarden Euro und ist damit gut aufgestellt. Das Ganze liegt natürlich auch daran, dass der Flugverkehr weltweit zunimmt, auch die Entwicklungen in China natürlich. Mehr Mobilität treiben das Wachstum. Und dazu kommt die technologische Revolution, die Digitalisierung, die uns in allen Bereichen der Gesellschaft beschäftigt, in allen Bereichen natürlich der industriellen Produktion beschäftigt und dementsprechend auch in der Luft- und Raumfahrt. Auch dort gibt es Industrie 4.0 und auch dort gibt es neue digitale Geschäftsmodelle. Diese Veränderungen, denke ich, werden auch die Luft- und Raumfahrt von morgen prägen. In den letzten Jahren, also in dieser Legislaturperiode, haben wir den Dialog mit Industrie, Forschung und mit den Bundesländern gesucht. Und dazu gehören selbstverständlich auch die Betriebsräte und die Gewerkschaften, wie alle Plattformen, die das Bundeswirtschaftsministerium in dieser Legislaturperiode gemacht hat, haben wir immer die Sozialpartner beide am Tisch gehabt. Und so auch hier bei diesem Dialog, ganz egal, ob es um den Branchendialog Luft- und Raumfahrt ging oder um die Rundentische Luftfahrtindustrie, eine Einrichtung, die ich ins Leben gerufen hatte, um die Zukunft der Branche gemeinsam zu besprechen. Aus der Vielzahl der Punkte, die Sie in diesem Bericht nachlesen können, möchte ich zwei herausgreifen. Das ist zum einen die klare Fokussierung auf die Zukunftsthemen der Branche. Ich denke da vor allen Dingen an unsere Innovationsagenda Digitale Luft- und Raumfahrtforschung. Und dazu gehört dann auch die Gründung von 4 DLR-Instituten, die möglich werden konnte, weil der Deutsche Bundestag im Haushalt das entsprechende Geld dafür bereitgestellt hat. Das will ich auch ganz so klar so sagen. Da geht es einmal um eine Gründung in Jena zum Thema Big und Smart Data und Internet der Dinge. Da geht es um eine weitere Gründung eines Instituts in Dresden zur Softwareforschung und Simulation. In Hamburg, wo ja Airbus einen großen Standort hat, haben wir Wartung und Systemarchitekturen, ein DLR-Institut gegründet, und in Augsburg ein Test- und Simulationszentrum für Gasturbinen. Daneben haben wir in unserem Forschungsprogramm LUFO, dem Luftfahrtforschungsprogramm, wo Unternehmen Anträge stellen können, eine Förderlinie Industrie 4.0 eingesetzt. Die wird ausgesprochen gut angenommen. Wir haben 47 Millionen Euro für Industrie 4.0 Themen eingestellt und wir werden auch mit dieser neuen Förderlinie jetzt diesen Anteil noch mal steigern. Die Idee ist, dass Unternehmen dann gemeinsam mit Wissenschaft an bestimmten Themen forschen, die der Entwicklung der Luftfahrt dienen. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Raumfahrt, New Space wird er genannt. Da geht es darum, dass man eben auch mit privaten Raumfahrtprojekten Geld verdienen kann. Sie kennen das aus den USA, wo es darum geht, Privatleute auf den Mars zu schaffen oder auch auf den Mond. Wir sind jetzt nicht ganz so weit, dass wir sagen würden, das wollen wir unterstützen. Aber was wir jetzt erstmal gemacht haben, ist, wir haben einen Studienauftrag gegeben zu New Space und zu der Frage, was heißt eigentlich Kommerzialisierung der Raumfahrt für Deutschland? Und eine Konsequenz aus dieser Studie ist unsere Initiative Raumfahrt bewegt. Damit wollen wir die strategische Vernetzung von Raumfahrt und anderen Mobilitätsbranchen voranbringen.
Denn wir sind ganz sicher, nur zusammen können unsere Unternehmen die Potenziale, die in New Space stecken, auch tatsächlich entdecken. Und sie können sie vor allen Dingen nur dann entdecken, wenn sie das gemeinsam mit den Startups machen, auch in der Luft- und Raumfahrt, obwohl man das vielleicht gar nicht so denken sollte, weil es doch eine sehr hochtechnologische Industrie ist. Gibt es ganz viele Startups. Wir haben auch in dem Bereich zuerst damit angefangen, unsere Startup-Nights zu begründen. Und haben inzwischen dreimal Veranstaltungen gehabt, wo etablierte Industrie mit Startups zusammenkommen. Und es haben sich ausgesprochen gute Verbindungen daraus ergeben. Unser Ziel ist klar, und das können Sie auch in unserem Bericht nachlesen. Wir wollen den Luft- und Raumfahrtstandort Deutschland nachhaltig stärken. Wir wollen ihn zum einen stärken, damit er auch morgen noch im Wettbewerb in der Welt bestehen kann. Und wir wollen ihn zum anderen auch deshalb stärken, weil wir glauben, dass aus von der Luft- und Raumfahrt auch eine große Faszination ausgeht. Die Frage, was ist da eigentlich im All? Wie geht das eigentlich weiter? Woher kommt der Mensch? Wo geht er hin? Hat alles was damit zu tun? Und diese Faszination des Alls möchten wir gerne nutzen, um junge Menschen auch zu motivieren, sich mit den sogenannten MINT-Fächern zu beschäftigen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Sie sollen das entsprechend studieren, wenn möglich. Und das Gute ist, dass wir mit Alexander Gerst ja auch einen Botschafter haben im Moment für diese Themen, der Jugendliche ausgesprochen toll anspricht mit seiner Social-Media-Arbeit auch. Und nachdem er jetzt einmal im Weltall war und dann in den Schulen rumgefahren ist, wird er jetzt 2018 das nächste Mal ins All gehen auf die ISS und wird sogar Kommandant werden. Und wir erhoffen uns davon auch noch einen weiteren Schub. Frau Präsidentin, ich habe jetzt leider da oben dauernd keine Uhr gesehen. Deswegen bin ich jetzt unsicher, wo ich eigentlich hier... Sie müssen bitte erstmal zum Schluss kommen. Dann höre ich mal auf. Ich bitte zunächst, Fragen zu dem Themenbereich zu stellen, über den soeben berichtet wurde. Das Wort zur ersten Frage hat der Kollege Lutze. Ja, vielen Dank für den Bericht. Mich interessieren zwei Punkte, was den Flugverkehr angeht. Es wird zunehmend in der Luftfahrt damit gearbeitet, dass die Pilotinnen und Piloten bezahlt werden pro Flug. Wie ist da die Einstellung der Bundesregierung zu dieser neuen Entwicklung? Weil wir, glaube ich, alle gemeinsam wissen, dass das ja auch wesentliche Risiken, gerade wenn es um Krankmeldungen und so weiter angeht, in sich birgt. Und die zweite Frage, die ich in dem Zusammenhang habe, wir haben eine deutliche Steigerung der Piloten, was die Beschäftigung als Leiharbeitnehmerin bzw. Leiharbeitnehmer angeht. Wie schätzt die Bundesregierung diesen Trend ein und planen Sie dort Maßnahmen dagegen, dass diesem Unfug ein Ende bereitet wird? Dankeschön. Herr Abgeordneter, ich bin die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Ich bin vielleicht leider nicht für alle Bereiche zuständig. Die beiden Bereiche, die Sie angesprochen haben, fallen in die Zuständigkeit des Bundesverkehrsministers. Ich weiß nicht, ob die Frau Kollegin Bär dazu was sagen würde. Ansonsten kann ich, glaube ich, nur sagen, aus meiner Kenntnis dieser Branche sieht die Bundesregierung solche Entwicklungen mit Sorge. Gibt es weitere Fragen zum Bericht? Dann sind Sie sofort wieder dran, Kollege Lutze. Okay, dann versuche ich es mal mit dem Thema Raumfahrt. Wir diskutieren gerade in Deutschland darüber, dass der Etat für den Rüstungsbereich auf 2% des Bruttoinlandsproduktes angehoben werden soll. Meine beiden Fragen in diesem Zusammenhang sind, plant dort die Bundesregierung oder gibt es dort Gedankenspiele der Bundesregierung in dem Sinne, dass Teile der Luft- und Raumfahrtförderung, die zurzeit unter Zivil verbucht werden, künftig unter militärisch laufen? Und die zweite Frage wäre dann in dem Zusammenhang, wie Sie grundsätzlich diese Entwicklung einschätzen, gibt es zukünftig, wie sieht da zukünftig die Perspektive aus, was die Finanzierung der zivilen Raumfahrt angeht? Die Bundesrepublik ist ja bei der zivilen Raumfahrt eingebunden in ein internationales
in eine internationale Institution, in die ESA, die Europäische Space Agency. Das heißt, wir machen das ja nicht alleine, wir bauen nicht alleine Raketen, sondern wir machen es gemeinsam mit 22 anderen Staaten. Und Herr Professor Wörner, ein Deutscher, ist ja als Leiter der ESA. Und in diesem Zusammenhang gibt es in regelmäßigen Abständen Ministerkonferenzen, bei denen dann auch festgelegt wird, welche Budgets welcher Länder in welche Projekte fließen. Und koordiniert wird das alles entweder von der ESA oder, soweit es die Zuständigkeit der Europäischen Union betrifft, von der Europäischen Union. Galileo beispielsweise ist ein Projekt der Europäischen Union, aber die Raketen, die die Satelliten ins All schießen, die Ariane-Raketen, sind ein Projekt der ESA. Und in diesem Rahmen hat die Bundesregierung festgelegt, welche Gelder sie in den nächsten Jahren gibt, bei der letzten Ministerratskonferenz letztes Jahr im Dezember. Eine Verknüpfung von ziviler Raumfahrt mit irgendwelchen militärischen Teilen kann ich deshalb jetzt erstmal nicht erkennen, was aber nicht heißt, dass wir uns nicht einig sind, dass wir die Frage von bestimmter Grundlagenerforschung, also wenn es beispielsweise um Optik geht, dass wir überlegen wollen, ob man solche Forschung dann nicht gegebenenfalls gemeinsam finanzieren könnte. Das ist allerdings, was noch in weiter Ferne ist oder in der Ferne ist. Das ist in dieser Legislaturperiode keine Realität und wird auch keine mehr werden. Die nächste Frage stellt der Kollege Bilsch. Ja, Frau Ministerin, wir haben ja wirklich ausgesprochen erfolgreiche Zeiten gerade im Bereich der Raumfahrt hinter uns. Sie haben darauf hingewiesen und wir freuen uns, dass Alex Gerst erneut hinaufgehen wird und auch als Kommandant, dann als deutscher ESA-Astronaut dort wirken wird. Ich glaube sicher, dass er seine kommunikativen Fähigkeiten, die er bereits bei seinem letzten Ausflug, bei seinem letzten Aufenthalt im All an den Tag gelegt hat, auch wieder deutlich machen wird. Ich würde zu den Ergebnissen von Luzern noch eines fragen wollen. Leider nicht hineingekommen ist ja das Thema, wie können wir uns gegen Gefährdungen, die wir zum Teil selbst erzeugt haben im All, aber darüber hinaus auch von Asteroiden uns drohen, schützen. Ich sage mal, Bruce Willis kommt langsam in ein Alter, wo wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass er das alleine macht. Bleibt das auf der Agenda, dass das auch für die Bundesregierung ein wichtiges Ziel bleibt, vor solchen Gefährdungen, die ja auch wiederum Sichtbarkeit von Raumfahrt machen und die Leute überzeugen können, dass es klug ist, dass wir dort etwas machen, dass wir das auf der Agenda halten? Ja, lieber Herr Kollege Wiltsch, ich habe das sehr bedauert, dass wir es nicht geschafft haben, in Luzern eine größere Menge von Staaten zusammenzubringen, die bereit waren, für dieses Projekt Geld zu geben. Die Idee war, eine Asteroidenabwehr quasi zu entwickeln, vielleicht mit Roboterarmen, die dann in der Lage ist, diese Asteroiden einzufangen oder auch alte Satelliten. Gibt es ja auch vergleichbare Projekte. Das ist nicht geglückt. Wir haben nicht genug Staaten gefunden, die bereit waren, dafür Geld zu geben. Und weil das dann eben unklar war, wie die Entwicklung weitergeht, habe ich auch gesagt für Deutschland, wir wollen uns nicht an einem Projekt beteiligen, was uns dann vielleicht in 3, 4, 5 Jahren zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen nötigt, damit man dann nicht sagt, jetzt würde das Projekt sonst eingestellt. Deswegen haben wir gesagt, dann sagen wir lieber, so schwer es uns fällt, von vornherein nein. Und bringen nicht erst etwas auf den Weg, was nicht in der Lage ist, dann wirklich überlebensfähig zu sein. Was wir jetzt machen, ist, wir machen ein kleines Gutachten. Dafür haben wir genug Geld, wie das dann weitergehen könnte und auch mit ein bisschen Grundlagenforschung noch dazu. Das hoffe ich, dass wir das noch mit den anderen Staaten auf den Weg bringen. Aber in der Tat, es gibt genug Länder, die Interesse haben, insbesondere die Luxemburger, drängen sehr darauf, dass das Projekt zustande kommt. Aber dann müssen sich wirklich auch große Staaten wie Frankreich und andere daran beteiligen. Die nächste Frage stellt wieder der Kollege Lutz. Ja, ich komme noch mal zurück zum Bereich der klassischen Luftfahrt, also nicht Raumfahrt, und würde Sie gerne, weil Sie auch in Ihrem Ministerium für die Frage Klimawandel, Energiepolitik und so weiter mit zuständig sind, fragen, was Sie jenseits des Maßnahmen, was den Emissionshandel angeht, die Bundesregierung plant und auch für notwendig erachtet,
um die Entwicklung, was den CO2-Ausstoß gerade durch die zivile Luftfahrt angeht, um das zu begrenzen. Im Verkehrsbereich ist es ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass an allen Fronten, wo dort gearbeitet wird, verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Leider in dem Bereich der Luftfahrt relativ wenig. Und da würde mich mal Ihre Position dazu interessieren, wann wir denn in Deutschland oder in Europa endlich eine Kerosinsteuer bekommen. Na, was die Bundesregierung vor allen Dingen macht, Herr Abgeordneter, ist zu versuchen, erst gar keine Treibhausgase zu erzeugen, sondern mit Elektromobilität auf den Flughäfen schon zu arbeiten. Also wir haben beispielsweise Projekte in Frankfurt laufen und anderen Flughäfen, wo es darum geht, mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen die Flugzeuge in die Position zu stoßen, von der aus sie dann quasi den Start beginnen, damit man da die Autos nicht braucht. Wir haben Projekte laufen, wo es darum geht, dass Flugzeuge in einem besonderen Anflugverfahren zur Landung kommen, so dass sie nicht immer Gas geben, bremsen müssen, sondern dass sie quasi so smooth einsegeln. Diese Art des Landeanfluges spart, wenn ich es richtig im Kopf habe, 60% an Ausstoß von schädlichen Gasen und natürlich auch von Lautstärke. Sodass wir da, um ehrlich zu sein, unseren Schwerpunkt legen. Da geben wir auch Gelder aus dem Luftfahrtforschungsprogramm hin und wollen gerne, dass auch die Turbinen weiter ertüchtigt werden, um erstens leiser und zweitens verbrauchsärmer zu sein. Das ist das Ziel, auch beim Bau von Flugzeugen. Je leichter ein Flugzeug ist, desto weniger Kerosin wird verbraucht, desto weniger wird in die Luft geblasen. Und deswegen ist auch unser Sinnen und Trachten, den Bau von Flugzeugen leichter zu machen, Stichwort dann 3D-Druck und anderes. Die Kerosinsteuer wird immer mal wieder in der Bundesregierung diskutiert und die Frage, wie es damit weitergeht, ist in dieser Legislaturperiode, soweit ich sehe, gibt es da keinerlei Änderungen.